MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Joa, wir sind hier auf unserem Account und wir wollen jetzt mal unser ganz neues Teamchen testen. Haben wir letzte Episode, glaube ich, gebaut. Ja, ich sag mal so, ich habe schon so einen halben Test gemacht. Also, ich habe zwei Spiele gespielt. Beide Spiele wurden abgebrochen. Ich habe keine Niederlage drauf bekommen und keinen Sieg drauf bekommen. Ja, ich wollte ihm jetzt eigentlich einen normalen geben, aber egal. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Sieg, keine Niederlage bekommen, nichts von beiden. Wurde immer vom EA-Server runtergeschmissen. Keine Ahnung, was da los ist. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Ich habe jetzt eben nochmal was gegessen, nochmal kurz gechillt. Und ja, dann will ich jetzt mal hoffen, dass es jetzt klappt. Es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn jetzt die dritte Aufnahme auch in die Hose geht. Die letzten zwei Spiele waren beide, wie gesagt, unter einer Halbzeit. Also es war nicht lohnenswert, das zu bringen. Mach doch mal bitte ein anderes Trikot. Mach doch ein anderes Trikot. Oh, wie mich die Leute ankotzen. Richtig krass. Ja, siehst du, dann ist doch schon tausendmal besser. Oh, da kriegst du ein paar Aggressionen. So, wir spielen gegen ein 81er Rated Team, portugiesische Liga, Martinez, Rodrigo, Salvio, wie heißt der nochmal, John, dann wie heißt der nochmal, Matic, glaube ich, oder sowas, Mangala, Sandro, wie heißt der nochmal, Danilo und der Mexikaner, komme ich jetzt gerade nicht drauf, und Helden im Tor. Ja, Martinez, das wird ein Späßchen, also gegen den haben wir schon öfter mal gespielt und ja, der hat mich immer ziemlich überzeugt, also hat leider Gottes immer relativ gut gespielt, hat sich gut gepusht. Wurde ja auch schon in den Kommentaren vorgeschlagen, jetzt so ein Hybrid vielleicht mal zu machen mit vorne Martinez, daneben Rodriguez und eventuell dann halt noch Guardado. So ein, ja, Kolumbien-Sturm. Hört sich im Prinzip ja schon mal gut an. So, schlägt er das Ding jetzt mal weit nach hier vorne, aber so nicht. Ja, da gibt es einige, die diesen Bug ausnutzen wollen. Aber es klappt Gott sei Dank dann nicht so häufig. Ich nenne es jetzt mal Bug. Das macht er jetzt aber nicht die ganze Zeit, oder? Das wäre hammerhart. Er macht jedenfalls irgendwie was sehr Seltsames. Ja doch, er versucht es jetzt die ganze Zeit, hinten sich so ein bisschen frei zu spielen. Durchgesteckt. Oh, aber auf... ein ganz falsches. Aber Kuhn pusht sich zweimal und oh, ja, da war der Pass noch drinnen, leider Gottes. Ja, das ist jetzt relativ gefährlich, was er macht. Das kann er von mir aus gerne weitermachen. Er versucht den Ball jetzt irgendwie als hinten zu halten und das Ding einfach nur nach vorne zu schlagen, wie man jetzt hier sieht. Ich überlege gerade, ob ich auf defensiv umschalten sollte, mit meiner Abwehr tiefer steht, mit das halt gerade nicht gut geht, was er versucht. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt die ganze Zeit vorhat, aber es ist halt im Prinzip schon gefährlich, obwohl es ziemlich gaga aussieht. Und jetzt kommt die Flanke rein und, oh, Yaya Touré. Yaya Touré in dem letzten Spiel übrigens, er hat zwar kein Tor gemacht, aber der ganze Sturm hatte bis zur 40. glaube ich keine einzige Chance, nur Yaya Touré drei Stück. Aber richtige Hochkaräter, also wirklich, er war dreimal frei vom Torwart und hat alle versemmelt. Ja, mein Hund geht mal wieder ab. Ich habe keine Ahnung, irgendwie habe ich das Pech. Der hält den ganzen Tag die Fresse. Also, es ist ganz seltsam. Und dann, wenn ich aufnehme, pum, da hört er irgendwas und geht ab. So, Samen, ah, der kommt nicht ganz durch, schade. Okay, ich glaube, er macht weiter. Er spielt jetzt auf jeden Fall schon wieder zurück. Nee, vielleicht doch nicht. Ich darf jetzt natürlich auch nicht zu viel drauf gehen. Ich bin jetzt eben als mal ein bisschen drauf gegangen. Weil ich es halt verhindern will, dass er diese Bälle in Lauf spielt. Momentan ist das natürlich alles ungefährlich. Da können wir eigentlich ruhig machen. Und richtig geiler Pass von Samen Nasri. Aguero pusht sich und fackelt das Ding mal voll in die Maschen. Und das hat der Junge verdient. Also wer so einen abgefuckten Spielstil hier auflegt, der muss eigentlich richtig abgefackelt werden. Also jetzt bloß aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie durch diese, ja, Kacke, die der Gegner hier abzieht, einen fangen und lieber schön selber nachlegen. Richtig geil von Aguero, da hat man auch gesehen, wie er sich pusht. Aguero ist jetzt natürlich nicht der Größte, allerdings hat selbst Aguero für seine, ja, nicht riesige Größe, ich glaube 1,78, 1,75, also er ist unter 1,80, trotzdem hat er 70 Stärke und ich sollte vielleicht mal die Fresse halten und jetzt erstmal hier ordentlich spielen. Trotzdem hat er 70 Stärke, was natürlich ein richtig ordentlicher Wert ist für
diese Größe. Und dazu hat er noch Ballkontrolle. Ich glaube, ist der beste, die beste Ballkontrolle für einen Stürmer in diesem Spiel. Ja, komm, Xabi. Alonso bringt die Flanke gut. Kuhn kommt leider nicht dran. Schade. Gleich kommt wahrscheinlich wieder die Fackel nach vorne. Nee, diesmal will er es mal ein bisschen anders versuchen. Aber Marcelo ist da. Sehr schön. So, jetzt erstmal hier Seitenwechsel. Jetzt wird es hier nämlich ein bisschen eng. Touré leitet weiter. Und, ah, das wird wahrscheinlich nichts. Nee, das wird nichts. Sah erst so geil aus, bevor Touré den Ball hatte, dass Agüero frei wäre. Aber war er leider nicht. Außen aufpassen. Okay, jetzt geht's wieder nach hinten. Gleich kommt wahrscheinlich wieder das Ding nach vorne. Ja, hier muss ich jetzt eigentlich, sage ich ja bei so Gegnern, gehe ich gar nicht drauf. Aber bei ihm muss ich drauf gehen, leider Gottes. Mit der halt eben nicht diese Dinger nach vorne bringt. Es ist halt komplett obvious, was er hier für Pässe spielt. Er ist hinten nicht der Schlechteste. Aber nach vorne ist es halt bisher relativ klar, wie er es spielen will. Deswegen ist es bis jetzt auch relativ einfach zu verteidigen. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel mal gedacht, dass er zur Flanke geht. So, wir müssen uns dann darauf konzentrieren, schnell nach vorne zu spielen. Jetzt zum Beispiel hier über Yaya Touré. Und jetzt setzen wir nämlich Agüero in Szene, aber das wollte ich nicht so machen. Er sollte vorher den Haken schlagen, weil dann kommen die Bälle immer viel besser. Ihr seht das bestimmt öfter bei mir im Spiel, dass ich vor diesen Bällen in Lauf immer noch den Haken schlage. Jetzt aber. Oh nein, jetzt will er den auf... Nein, wähl ihn ab. Es ist halt das allerletzte von diesem Spiel. Ich drücke tausendmal Spielerwechsel. Ich will den natürlich hier, ich weiß gar nicht, wer da durchläuft. Der Kleine, der da jedenfalls nicht im Abseits ist und gerannt ist. Den wollte ich spielen. Auf jeden Fall sah er klein aus. Ich weiß es nicht. Den wollte ich anspielen. Aber FIFA wollte es nicht. Und ich durfte dann natürlich auch Agüero nicht abwählen. So, passt. Und jetzt weiter, aber Touré läuft nicht den richtig schönen Weg. Oh, da macht er hier was ganz schön Gefährliches. Aufpassen, jetzt hier ein bisschen zumachen und lieber mal vorne was mitnehmen. Aber Alonso geht trotzdem in die Richtung. So. Ja, gut. Das ist halt... Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe... Ja, er kommt jetzt natürlich durch richtiges Luck trotzdem durch. Fuckt mich jetzt gerade schon wieder ein bisschen ab. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe extra Alonso direkt einfach den Laufweg runtergeschickt. Also habe ihn mit runtergenommen. Und weil es halt obvious war, dass er da einen Lauf spielen will. Und trotzdem klappt es dann aber natürlich. Weil Alonso halt wirklich ziemlich behäbig ist. Also das muss ich sagen, das habe ich in den ersten vier Spielen jetzt auch leider Gottes mitbekommen müssen. In FIFA 13 war er noch ein richtig starker, agiler ZM, ZDM. Oh, jetzt habe ich den Ball wo ganz anders gesehen. Jackson Martinez bringt die Flanke, dürfte nichts werden. Nee, Buffon hat ihn. Aber in FIFA 13, in FIFA 14 jetzt ist er richtig behäbig und ich weiß nicht, das gefällt mir überhaupt nicht bisher. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht mal ein ganzes Spiel durchspielen können. Und jetzt, den soll er drüben auf die Seite bringen. John steht jetzt bei ihm irgendwie in der Innenverteidigung. Keine Ahnung. Spielen wir hier zurück. Und wieder nach vorne. Boah, Buffon, ja, da merkt man wirklich einen 66er Abschlag. Ach du Scheiße. Ich gucke ja extra nach außen, aber es wollte er nicht. Ich weiß nicht. Oh, das war jetzt natürlich sehr gut von mir. Ich weiß nicht, aber dann laufe ich meinen Gegner rein. Ein bisschen failig. Komm, Alonso, push dich. Sehr schön. Ja, das war dann wiederum nicht sehr schön von Ogbonna. Ich muss halt leider Gottes sagen, so ein Scheiß-Spielstil er auch hat, er verteidigt einfach gut bisher. Ich kam bis jetzt noch nicht ordentlich durch. Und jetzt will ich die Flanke bringen. Bringen wir die Flanke auch? Ja, muss ich nochmal flanken. Boah. Das war jetzt, keine Ahnung, die haben sich jetzt gegenseitig das Ding zugeflankt als. Der Samen, da hatte ich das eigentlich schon gar nicht mehr gedrückt, aber der hat auch nochmal eine Flanke ausgepackt. Torwart, Haste, Buffon, sehr schön. Ah, gegen ihn würde ich jetzt sehr gerne schnell das 2-0 drauflegen, weil es ist halt ziemlich eklig. Ah, ärgerlich, aber wenigstens ein Tor, das ist schon mal ein Anfang. Problem ist halt wirklich seine Abwehr, er macht das gut, er ist auch kein schlechter Spieler. Aber er ist ein seltsamer Spieler, was er in der Vorwärtsbewegung machen will. Ich meine, das hat er jetzt aber auch schon ein bisschen, hat er schon ein bisschen nachgelassen. Also am Anfang hat er es ja die ersten 20 Minuten nur so versucht. Jetzt versucht er es auch mal ein wenig anders. Wahrscheinlich, weil ich in Führung gegangen bin. Weil das erst nachdem wir in Führung gegangen sind, hat er seinen Spielstil geändert. Das könnte ich mir vorstellen, dass er auf eine solide Defensive setzt und dann gegen so Gegner dann einfach mal als nur das Ding vorne in den Lauf prescht, bis es vielleicht irgendwann mal klappt.
Ich meine, es gibt so Leute, wie das Spaß machen kann, ist jetzt was ganz anderes. Also ich glaube, das macht gar keinem Spaß. Jetzt sollte ich immer die Fresse halten, wenn Matic da kommt. Ich glaube, das kann keinem Spaß machen. Es ist genau sowas. Ich hatte schon öfter mal so einen Gegner, die halten einfach, keine Ahnung, 70. Die ganze Zeit halten die den Ball, spielen den alles nur hinten in der Reihe, bis irgendwie ein Gegner so tiltet, dass er wirklich alles nach vorne zieht. Und dann spielen sie den Ball in Lauf. So welche gibt es ja auch. Ich meine, gegen so Gegner gehe ich dann am Anfang wenig drauf, aber wenn ich merke, dass er das wirklich nur macht, ja, dann bleibe ich halt einfach stehen. Zur Not muss ich halt in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen. Du kannst halt meistens eh nichts da machen in der Situation. Jackson Martinez? Nee. Jetzt lassen wir ihn ein bisschen kommen. Ich sollte vielleicht mal die Fresse halten über irgendwelche Spielweisen und sollte vielleicht mal jetzt hier ordentlich spielen. So. Abgelaufen. Das Problem ist halt wirklich, wenn es jetzt so einer wäre hier, der ein ziemlich schlechter ist, dann würde ich drüber lächeln. Aber er kann halt eigentlich auch noch spielen. Und dann halt so einen lächerlichen Spielstil am Anfang durchzuführen, naja, das ist dann halt schon relativ lächerlich. Aber jetzt spielt er ja ordentlich und deswegen heißt es jetzt die Fresse halten, wie gesagt, und mal nach vorne wieder spielen. Und ja, Alter, wie behäbig sind die Jungs denn? Was ist denn los? Da muss ich ein bisschen rumsissien. Und da kommt der Schuss. Oh, Alter, er hat jetzt ein paar sehr gute Chancen, weil ich gar nicht mehr hinten rauskomme. Muss ich mal so sagen. Also die letzten 5, 6 Minuten, da war hinten bei mir ziemlich Feuerwerk angesagt. So, jetzt aber mal pushen. Reyes. Stimmt, Reyes heißt sein Innenverteidiger. Rodrigo. Rodrigo ist ein Linksfuß. Ja, hat mal keinen Innenverteidiger. Der kriegt da schon wieder den Ball. Oh, alter Vater. Also ich merke ohne Scheiß, dass das hier keine 4-3-3 ist. Das kann ich, glaube ich, berechtigt sagen. Weil ich habe ja die letzten, weiß ich nicht, 50 Spiele in der 4-3-3 gemacht. Und ne, das schwimmt mir hier so krass im Mittelfeld. Er kommt halt so easy durch. Boah, meine Fresse, jetzt fängt es auch noch an zu laggen. Aber irgendwie komplett, als ob er den Controller jetzt wem anders gegeben hat. Wie gesagt, er war vorher schon nicht schlecht, aber jetzt auf einmal drückt er hier. Das ist mal richtig krass. So, jetzt auf Aguero kommen, setzen wir einen Konter und dann ist die Sache erledigt, denkst du dir. Läuft sich leider keiner gut frei, außer Benzema, der richtig schön da reinprescht. Boah. Das ist jetzt nicht verdient, das 2-0, gebe ich offen und ehrlich zu, weil er in der zweiten Hälfte richtig gedrückt hat. Allerdings, aufgrund seiner Spielweise am Anfang, finde ich das okay. So, oh, so nicht, Aguero, ich wollte einen Job machen. Ah, Touré, komm, push dich, nee. Geht ins Aus, leider. Puh, jetzt bin ich ein bisschen beruhigter, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass der Junge hier noch ein Tor macht. Aber wir sollten uns jetzt ein bisschen auf die Defensive konzentrieren, dass wir das jetzt ordentlich hier machen. Garcia schön zurück. Was ist jetzt los? Aber wehe, ein Freistoß für ihn. Dann gibt's aber einen, ey. Nee, gibt's nicht. Sehr schön. Hat er mich nämlich sehr schön unterlaufen. Natürlich nicht extra. Das hat einfach mal FIFA gemacht. So, Benze, aber Matic in der Mitte, ey. Der räumt echt mal alles ab. So, über die Außen, Marcelo. Mein kleiner Freund. So, Marcelo macht das gut. Oh, Alter, was leckt denn das jetzt so? Leck-Switch angeschaltet oder was? Nee, hat irgendwie seit der 55. oder sowas, wo ich mich das erste Mal ein wenig aufgeregt habe, hat es irgendwie ein bisschen angefangen zu laggen. Ach du Scheiße. Chiellini, Mann, da sollte er sofort hin von Chiellini schon. Das war kein guter Pass auf Benzema, der sich aber pusht. Und jetzt komm, machen wir das Ding klar. Boah, Alter, Alter. Ich sweate nicht. Ja, sonst muss ich mir wieder was anhören, wenn ich beim 2-0 sweate. Da schieße ich dann lieber, auch wenn das natürlich relativ ungefährlich ist. Aber da hätte ich auch nicht reinziehen können, das ist das Problem. Da umzingelt er mich nämlich mit Verteidigern. Ah, jetzt Quintero. Quintero? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Dass er den drinnen hatte. Hm. Vielleicht hat er gewechselt? Oder ist das wieder mal, dass ein falsches Team angezeigt wurde? Nee, das denke ich jetzt mal nicht, weil Matic und sowas und Martinez sind ja alle am Start. Aber es könnte sein, dass er gewechselt hat in der Halbzeit. Auch wenn es nicht angezeigt wurde. Benzema hier weitergeschickt. Lange Flanke rein. Da hinten steht. Sam Nasri. Nee, das ist nicht so gut. Oh, Javi Garcia. Ja, da musst du dich jetzt auch pushen, Garcia. Macht er nicht. Matic ziemlich stark, muss ich sagen. Also der Spieler Matic. Sein ZDM. So. Sehr schön von Richards mit nach hinten gelaufen. Ich weiß zwar nicht, wo der herkam.
Ah, oh, da ist schon wieder Martic. Also Martic steht irgendwie jedes Mal perfekt. Jetzt ist er mal nicht da, aber wir kommen nicht nach vorne. Oh, Yaya Touré, nee. Aufpassen hier. Garcia, Richards. Jetzt wird es hier richtig eng. Also jetzt hat er 100 Pro auf Offensiv geschaltet. Er steht ja mit seiner kompletten Mannschaft in meiner Hälfte. Also sozusagen, seine Abwehr steht noch knapp in seiner Hälfte. So, nee, mit Durchpacen wird es hier durch die Abwehr nichts. So, ja, hier sieht man es. Es läuft doch keiner da vorne. Was ist jetzt los? Oh, der Controller hat schon wieder keine Befehle angenommen. Erstmal keine Ahnung, was Garcia da macht. Und da sollte der Pass natürlich auch nicht hin. Ihr habt es vielleicht gesehen, wo Benzema so angefangen hat zu stottern, also nichts gemacht hat. Da hatte ich eigentlich schon längst gedrückt. So, Salvio kommt hier. Den müssten wir haben mit Marcelo. Ja, haben wir auch. Sehr schön. So, Garcia auf Xabi Alonso, der nicht schnell ist. Ja, bringt aber nichts hier umzudrehen. Danilo. Ja, jetzt Megaleck. Jetzt ist es wahrscheinlich weg, das Spiel dann. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist jetzt sein Leck-Switch aktiv geworden, weil er sich jetzt denkt, ah, okay, das Spiel gewinne ich jetzt eh nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder wir sind wieder vor, genau, stimmt, was schiebe ich das jetzt auf ihn? Obwohl, doch, ich schiebe es auf ihn, weil wir sind noch drinne. Weil die letzten Quits, die passiert sind, da bin ich komplett immer rausgeflogen. Ach so, ah, ich habe jetzt Statistik leider nicht angeguckt, sorry. So, wir sind jetzt wieder im Hauptmenü. Spiel haben wir gewonnen, es war definitiv kein schönes Spiel. Wir haben zwar gewonnen und ja, in der zweiten Halbzeit war er richtig stark. Ich könnte schwören, dass er auf sehr offensiv oder Minimum offensiv geschaltet hat. Er hat mal so einen krassen Druck gemacht, den ich mit diesem Team nicht standhalten konnte. Also das Mittelfeld ist mir ehrlich gesagt ziemlich behäbig. Mit diesen drei Panzern da. Vor allem, wenn sie wenigstens in der Defensive mitarbeiten würden, dann wäre das ja okay, dass es Panzer sind. Aber Alonso oder einen Touré, den habe ich kaum in der Defensive gesehen. Höchstens halt mal Garcia und auch, obwohl der hier auch ziemlich häufig da vorne rumgegammelt ist. Also bis jetzt zeigt die Mitte nicht das, was ich von ihr verlange. Ich glaube, gegen zum Beispiel unser 4-3-3-Mittelfeld in dem Ibra-Team wäre der Gegner um Länge nicht so oft durchgekommen, wenn dann De Rossi und Touré auch ordentlich ihre Defensivarbeit verrichten, was sie eigentlich immer gut machen bei mir. Also bis jetzt, es kann natürlich wie gesagt auch an der Aufstellung liegen. Ich habe jetzt bisher nur über Wings gespielt, also mit der 4-3-3 und jetzt ist das halt schon was anderes. Das Spiel war wie gesagt schon relativ seltsam. Der Gegner war kein schlechter, hatte natürlich das schlechtere Team. Aber wir müssen das nochmal testen. Also ich kann jetzt nach dem Spiel noch kein Fazit sagen. Ich kann nur zu Alonso zum Beispiel sagen und auch im Prinzip das ganze Mittelfeld. Ich habe ja im Prinzip, ja, wenn man die zwei Abbrüche zusammenrechnet, habe ich im Prinzip zwei Spiele gemacht. Und da sind mir die Mittelfeldspieler gar nicht gut aufgefallen. Die waren irgendwie zum Beispiel Garcia öfters meine Offensive, Touré sowieso richtig oft in der Defensive. Aber in der Defensive habe ich von denen eigentlich fast nie mal wen gesehen. Und ich habe mir eigentlich extra wegen der Defensive so in Anführungszeichen defensive Leute dahingestellt. Ja, also das ist jetzt, das Spiel war jetzt nicht Hammer und davor, die Spieler bin ich zwar auch in beiden in Führung gewesen, obwohl im ersten Spiel war ich sogar 1-0 zurück oder so, weil der Gegner richtig starker war, das hat auch richtig Spaß gemacht, das Spiel, das hätte ich gerne hochgeladen, aber leider auch abgebrochen. Im zweiten Spiel war ich dann wieder in Führung, hier haben wir es ja auch geschafft, also ich meine, gewinnen ist halt da wirklich nicht alles. Mit dem anderen Team, mit diesem Ibra-Team zum Beispiel, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht und selbst wenn ich mal Gegner hatte, die wirklich abgingen, habe ich mich immer sicher gefühlt. Ich habe das schon mal gesagt, da habe ich mir immer gedacht, jo, ich schieße dann selber noch 5 Tore. Das ist bei dem Team noch nicht so richtig. Naja, aber es wurde ja noch nicht oft gespielt, deswegen geben wir dem Team noch 1, 2, 3 Chancen, aber es kann natürlich sein, dass es natürlich auch schneller wieder geht, als es gekommen ist. Das muss dann halt manchmal sein, wenn mir ein Team nicht gefällt, beziehungsweise eine Aufstellung. Ich hatte ja schon gesagt, die Aufstellung spiele ich nicht mehr. Ja, jetzt spiele ich sie doch wieder. Obwohl, was mir gerade einfällt, das könnten wir natürlich mal probieren. Nee. Wir gehen mal hier auf 4-3-1-2. Das können wir nämlich auch so aufstellen. Haben nämlich auch alle 10 Chemie.
Und es ist ein bisschen was anderes. Es ist, glaube ich, ein bisschen enger in der Mitte. Ich glaube, das probieren wir mal so. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Dann muss vielleicht auch so ein Alonso nicht so viel Strecke zurücklegen, weil ich glaube, im 4-1-2-1-2 ist das dieser ZM weiter außen. Und der ZM natürlich auch. Ich glaube, das hier ist alles ein bisschen zentraler. Ich glaube, das testen wir mal aus. Wie gesagt, da haben nämlich auch alle 10 Chemie, beziehungsweise 9. Die brauchen halt nur ihren Loyalitätsbonus. Jetzt haben wir es. Ja, das wäre es jetzt aber gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.